Guten Morgen miteinander, sehr verehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zum heutigen zweiten Mini-Gemeinde live. Heute ist das Thema 5G. 5G ist für einen Politiker, für eine Politikerin ein interessantes Thema, weil es ist ein umstrittenes Thema, ein heißes politisches Thema, wo eben auch eine grosse Bedeutung hat für Gemeinden. Darum können wir das heute hier diskutieren. Zusammen mit der Begrüßung möchte ich auch gerade noch Danke sagen. Das neue Format Mini-Gemeinde Live ist nur möglich über den Verein, über die Arbeit vom Verein Mini-Gemeinde Live, Mini-Gemeinde und natürlich auch den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom Schweizerischen Gemeindeverband. Vielen Dank, dass wir das können heute zum zweiten Mal durchführen. Sicher einer von der Erfolg von Corona, dass man neue Formate wie das dann durchführen. Vor einem Jahr hat man noch nicht dran gedacht. Ich möchte auch im Speziellen unserem Vorstandsmitglied, der Gemeindepräsidentin Carmelia Meissen und Sie Lanz, danken, dass sie heute da ist und auch mit uns über das Thema wird reden. Der Schweizerische Gemeindeverband fördert objektiv konstruktiv Dialog im Thema 5G. Zuletzt haben wir das gemacht mit einer Broschüre, wo unsere Zeitschrift der Schweizer Gemeinde beigelegt worden ist. Wir sehen in der neuen Telekommunikationstechnologie 5G Chancen. Es gibt aber auch viele Fragen. Und das Ziel von heute ist, dass wir vor allem sachlich darüber diskutieren und nicht politisch. Ich möchte das heute als kleine Spielregel festsetzen. Heute soll es nicht um die politische Diskussion gehen, sondern um die sachliche Diskussion. Das Zweite ist, SUVEC hat eine Vollzugshilfe zu adaptiven Antennen, eine wichtige Frage im Zusammenhang mit 5G, eine technisch-rechtliche Frage, herausgegeben. Heute soll es auch nicht darum gehen, dass wir die Vollzugshilfe diskutieren. Das tut der Schweizerische Gemeindeverband machen, zusammen mit den Bau-, Planungs- und Umweltdirektoren von den Kantonen und mit dem Bund, mit dem BAFU, an einem anderen Ort. Die rechtlichen Fragen sollen heute auch nicht diskutiert werden. Rede und Gegenrede, da gäbe es viel zu diskutieren, wir wissen das alle, aber heute dürfen wir uns nicht politisieren und nicht über das Recht reden, sondern über die Sache 5G. Und von dort her freue ich mich jetzt auf eine spannende Stunde mit Ihnen. Was immer willkommen sind, sind Fragen. Wenn wir die nicht beantworten können, würden wir das nachher noch nachliefern. Das ist klar. Jetzt möchte ich das Wort aber zurück an die Leitung von Mini-Gemeinde Live übergeben, an Alex Solberger. Vielen Dank auch dir für die Bereitschaft, uns heute durch die Stunde durchzuleiten. Ich habe geschlossen. Viel Vergnügen und besten Dank für die Aufmerksamkeit. Besten Dank, Christoph. Guten Morgen von meiner Seite. Ich bin Präsident von Mini-Gemeinde. Alex Solberger ist mein Name. Und vielleicht gerade um die Gerüchte vorwegzunehmen, der fehlende Zahn, den ich habe, hat nicht mit 5G zu tun, hat auch nichts mit dem Homeoffice zu tun. Ich habe einen Unfall gehabt und bin heute und gestern beim Zahnarzt. Und somit hat es nicht gelangt, den richtigen Zahn wieder reinzusetzen. Also tut mir leid, dass ich da ein speziell ausgesehen morgen. Auch ich freue mich auf die Diskussion, auch wieder einige neue Sachen zu lernen. Das ist etwas, was wir probieren, mit Mini-Gemeinde zu fördern, die Diskussion oder auch den Austausch, weil sehr viele Sachen sind eigentlich gewissen Leuten bekannt und man hat wirklich, dass das so einer breiteren Gruppe bekannt wird. Wir haben zwei interessante Referate oder Inputs. Startet immer mit der Susanne Buntefuss, wo uns wird eher so ein bisschen technisch ein paar Sachen zeigen und nachher, wie schon angekündigt, wird Frau Meissen uns noch einen Einblick geben in die Diskussion in der Gemeinde. Ich werde aber nicht länger warten, werde sofort übergeben, dass wir loslegen können. Ohne einen Hinweis, wenn ihr Fragen habt, geben Sie den Chat rein, dass wir das nachher diskutieren können. Wir haben Zeit, nachher auch noch Diskussion zu führen. Besten Dank, bis später. Besten Dank. Ich schaue rasch, dass ich meinen Bildschirm zeigen kann. Excuse. Das ist da. So. Sie sehen meinen Bildschirm. Ist das korrekt? Sehr gut. Besten Dank.
Mein Name ist Susanne Wunderfuss, ich bin Experte Mobilfunk und Umwelt und ich werde das Referat nicht allein halten, sondern Rees Witsche, Delegierte für nachhaltige Digitalisierung, wird mich in dem Referat unterstützen. Wir haben das relativ kurz gehalten, damit wirklich auch noch viel Platz da ist zum Fragen stellen. Und ich glaube, das sind zum Teil Fragen oder Aussagen, die Ihnen auch bekannt sind, die Sie bereits gehört haben, wo man einfach von Anfang an ein bisschen im Raum stehen lassen. Vielleicht können wir dann die eine oder andere Anfrage mit diesem Referat bereits beantworten oder eben auch aufzeigen, dass gewisse Aussagen jegliche Grundlage entbehren tun oder in einem falschen Content verstanden worden sind. Und da möchten wir dazu beitragen, dass wir das aufklären können. Wieso brauchen wir überhaupt 5G? Was ist eigentlich der Hintergrund, der Treiber für die neue Mobilfunktechnologie? Ich glaube, das Wichtigste ist zu wissen, was hat sich die letzten 10 Jahre alles entwickelt. Wo sind wir unterwegs? Was durch die Gesellschaft heutzutage alles nutzen? Also wir haben 100-mal mehr Datenverkehr als noch vor 10 Jahren. Das ist ein extremer Anstieg. Und das Foto, das Sie hier sehen, das ist definitiv nicht aus der Schweiz. Und ich bin eigentlich grundsätzlich sehr, sehr froh, dass das in der Schweiz noch nicht Realität sein tut. Wir sehen auch, es sind aktuell relativ wenig Autos auf diesen Strassen zu sehen. Wenn wir das aber zusammenfassen und weniger Spuren würden, dann wäre da die Autobahn massiv überlastet. Und es geht vor allem auch darum, den Ausbau vom Mobilfunknetz, insbesondere mit 5G, den Datenstau können zu verhindern. Also der immense Zuwachs, den wir hatten in der Nutzung von der Telekommunikation, hat dazu geführt, dass wenn wir das Netz nicht ausbauen würden, dass wir eben wirklich überall würden, im Stau stehen. Im gleichen Zusammenhang ist natürlich auch zu wissen, dass wir eben die Technologie nicht erst seit gestern brauchen, sondern dass es eine lange Entwicklung hinter sich hat. Die ist nicht bloß 10 Jahre alt, sondern wird schon viel früher auch angefangen. Und da gibt es natürlich auch generationenbezogene Unterschiede in der Nutzung der Telekommunikationsmittel. Sechs Nutzung vom Handy, für Spass, was man da sieht, und dass die Jugendlichen wahrscheinlich ein Foto von sich posten, ihren Kolleginnen, die da nicht dabei sind, aber natürlich auch in den beruflichen Anwendungen, gerade heute, wo wir im Homeoffice sind und die entsprechenden Dienstleistungen dann nutzen. Also was wir da damit einfach sagen, die Jugendlichen sind mit den neuen Medien aufgewachsen. Also für sie ist es ganz selbstverständlich, dass man morgen nach dem Aufstehen kurz aufs Handy schaut, was ist allenfalls schon passiert in der Nacht, was hat man noch vergessen, für die Hausaufgaben kommt man einen Reminder rüber oder weiss ich nicht was. Und das ist es täglich gut übergegangen. Und das ist. Und es wird auch so sein, dass die damit aufgewachsen sind, wo eben 8-mal mehr Daten konsumieren, wird nutzig. Sondern sie wird das weiterführen, auch wenn es quasi in der nächsten Generation wechselt und dann demzufolge die neue Generation wieder nachkommt, wo ein ähnliches Verhalten wird an den Tag legen. Dabei ist die Grafik relativ wichtig. Und zwar geht es da eigentlich darum, dass man aufzeigen kann, wo ist die Nutzung in den letzten Jahren hingegangen. Also wir sehen den zusätzlichen Nutzen oder respektive aus Datenvolumen, das konsumiert worden ist, hat um 29% zugenommen. Also das heisst, wir hätten eigentlich unser bestehendes Netz auch um den gleichen Prozentsatz sollen ausbauen. Wir hinken da aber sehr stark hinein. Wir sind lediglich bei 5%, wo wir das Netz können ausbauen können, um die benötigte Kapazität können zur Verfügung zu stellen. Also das ist sehr, sehr ein grosser Gap, wo wir da haben, wo wir schauen müssen, dass wir da auch zukünftig den Nutzen gerecht werden können und nicht, dass wir da ins Hintertreffen kommen und dann effektiv vielleicht vor einem Stau stehen können, dass wir die Kundennutzer nicht mehr befriedigen können. Wenn ich dann da noch die nächste Folie anschaue, Entschuldigung, das ist jetzt ein bisschen schneller gegangen, wo sind wir überhaupt bei 5G unterwegs? Und das ist wirklich sehr, sehr wichtig zu wissen, in welchem Frequenzbereich dass wir unterwegs sind. Also wir haben Mobilfunk, der fängt bei 700 MHz an und geht bis 2,1 GHz. Das sind Frequenzen, die in der heutigen Zeit genutzt werden.
Jeder daheim hat sicher auch ein WLAN, das er gut nutzen kann, das dann im Bereich von 2,4 GHz zum Beispiel senden tut. Dann kommt wiederum eine Mobilfunkfrequenz bei 2,6 GHz und jetzt eben die neue Frequenz 3,5 bis 3,8 GHz, wo man für 5G nutzen. Aber was man da wirklich auch muss schauen, ist, dass im WLAN-Bereich, da sind wir bei 5 GHz. Also das heisst, Sie haben die höhere Frequenz, die Sie daheim nutzen, wenn Sie ein WLAN-Betrieb haben. Und 5G tun wir in den Bereich um die 700 MHz nutzen, 2,1 GHz, aber eben auch die neue Frequenz 5G+, wie wir das dann nennen, bei 3,6 GHz. Und das kann dann eben auch 5G. Also das heisst, wir haben wesentlich höhere Geschwindigkeiten, die wir nutzen können. Wir haben mehr Kapazität, die wir mit weniger Energie, weniger Aufwand transportieren können. Es ist aber auch wesentlich schneller in der Reaktionszeit, die wir haben. Also wenn man da symbolisch sieht, der Goalie hat eine schnelle Reaktion, dass er den Ball heben kann. Das ist sicher auch sehr, sehr wichtig. Wir haben aber auch garantierte Verfügbarkeiten. Das heisst, wenn Grossanlässe wieder möglich sein tun, müssen wir nicht damit rechnen, dass wir allenfalls in einen Engpass reinkommen tun und Blaulichtorganisationen allenfalls nicht können benachrichtigt werden, wenn es zu einem Unfall oder zu einem Ereignis kommt. Wichtig ist aber auch die Energieeffizienz und die Expositionsminimierung. Also wie ich schon erwähnt habe, haben wir wesentlich bessere Möglichkeiten, mehr Daten mit weniger Energie können zu übermitteln. Und zu dem Punkt wollte ich jetzt das Wort an Herrn Vici übergeben. Chancen für 5G. Ja, besten Dank, Susanne. Und merci vielmals, dass wir die Gelegenheit haben, zu 5G ein paar Fakten zu vermitteln. Ich möchte vielleicht, bevor ich anfange, mit meinen paar Folien noch schnell vorausschicken, dass wir selbstkritisch müssen zugeben, dass unsere Branche sich wirklich hat verpasst, zu Beginn zur Lancierung von dieser Technologie das entsprechende Wissen, die entsprechenden Fakten der Bevölkerung weiterzugeben. Man hat sofort angefangen mit einem starken Marketing und durch das ist eine Art ein Vakuum entstanden, wo doch leider sehr viele Halbwahrheiten oder Unwahrheiten haben entstehen können, wo sehr viel Ängste haben geschürt, die eigentlich aus unserer Sicht nicht nötig wären. Wir dürfen aus naturwissenschaftlicher Sicht das Thema 5G in den letzten zwei Jahren stärker untersuchen, insbesondere mit einer Studie mit der Universität Zürich oder EMPA. Und ich möchte euch dort daraus ein paar Sachen mitgeben. Die erste Erkenntnis war eigentlich, dass 5G ein Sprung bedeutet in der Energieeffizienz gegenüber 4G. Man kann sagen, dass wir etwa 85% weniger Energie und weniger CO2 braucht oder verursacht gegenüber 4G für eine bestimmte Datenmenge zu übertragen. Das heisst, der Schritt von 4G zu 5G ist eigentlich ähnlich wie von Glühbirnen zur LED-Lampe, wo man ja zuerst hat diskutiert, ob das nötig ist, aber heute wissen wir alle, dass das LED wirklich ein sinnvoller Schritt ist. Darf bitte auf die nächste Folie, merci. Ein bisschen ähnlich, und da muss man jetzt ganz gut, ganz präzise sein, verhält sich auch mit der Exposition. Es gibt eine Studie von der Universität Gent in Belgien, die zeigt, dass die durchschnittliche Exposition, Strahlungsexposition bei den adaptiven Antennen bei vergleichbaren Datenmengen um rund Faktor 5 tiefer ist als bei 4G. Wir reden hier von durchschnittlicher Exposition und der Grund ist eigentlich ein logischer. Die adaptiven Antennen, die Signal bündeln. Das heisst, die Signale werden wirklich dorthin gesendet, wo sie gebraucht werden und nicht einfach in einen ganzen Korridor hineingesendet, wie das noch bei den 4G-Antennen der Fall ist. Darf bitte schon auf die nächste Folie zu gehen. Ich glaube, dort ist auch wichtig, dort ist ja eigentlich der Hauptanstoss von der Ängste, von der Zweifel an dieser Technologie, sich bezüglich Exposition von Strahlung sich mal vor Augen zu führen, wo eigentlich eine Durchschnittsperson im Alltag Strahlung aufnimmt oder exponiert ist. Ihr seht hier so ein bisschen eine quantitative Übersicht, die zeigt, dass es ganz klar die eigenen Geräte sind, die den Hauptteil von Strahlung verursachen, also das eigene Handy,
ein Festnetztelefon, WLAN und zu einem ganz kleinen Teil sind es Mobilfunkantennen. Und es ist, zeigt hier die Grafik, dass man eigentlich durch das auch sehr viel selber in der Hand hat bei Exposition. Das heisst, das eigene Verhalten, wenn man zum Beispiel mit einem Headset telefoniert oder ob man halt das Handy die ganze Zeit auf dem eigenen Körper trägt. Also wenn man diesem Thema Sorge tragen will, kann man mit den eigenen Geräten den grössten Teil von Strahlungsexposition selber steuern. Natürlich hat es dort einen Teil Mobilfunkantennen unten. Wir sind dann weiter in dieser Studie mit der Universität Zürich und der EMPA haben wir angeschaut, was der Beitrag oder die Belastung im Thema Klimaschutz ist. Einerseits braucht natürlich das 5G-Netz auch wieder zusätzlichen Strom. Auf der anderen Seite ermöglicht 5G diverse Anwendungen. Susanne Buntefuss hat es ein bisschen gesagt, 5G ist sehr schnell, hat eine geringe Latenzzeit und das unterstützt Anwendungen wie zum Beispiel Precision Farming, gezielten Einsatz von Robotern, von Technologie in der Landwirtschaft oder auch intelligente Stromnetze. Zeigen auch noch 2-3 Anwendungen. Vielleicht wichtige Aussage hier auf der nächsten Folie ist, man hat verschiedene Anwendungen bilanziert und ist in allen Szenarien sind die beiden Hochschulen zum Schluss gekommen, dass der Beitrag zum Klimaschutz durch die Technologie 5G bei weitem grösser ist als Belastung durch das Netz und auch durch die Endgeräte. Ihr seht die 3 Szenarien. Rechts dunkel ist jeweils CO2-Einsparung, die durch die wenigen Anwendungsfälle generiert werden kann. Und links, das Grüne ist das Netz, was das Netz braucht, und das Graue ist, was die Endgeräte verbrauchen. Das heisst, man kann mit gutem Gewissen sagen, 5G ist wirklich ein Enabler, ein Unterstützer für den Klimaschutz, für neue Technologien, die wir dringend brauchen, wenn wir das Netto-Null-Ziel erreichen wollen, das wir international uns haben vorgenommen. Ich möchte, um es noch etwas konkreter zu machen, 2-3 Anwendungen noch zeigen zum Schluss. Wir haben in Yverdon ein Start-up namens Eco Robotics. Ihre Spezialität sind Roboter, die der Landwirtschaft helfen, mit deutlich weniger Herbizid auszukommen und auch mit weniger CO2 die Felder zu bearbeiten. Ihr seht hier ein Beispiel von so einem Roboter. Es gibt auch verschiedene Modelle. Auch solche, die mit dem Traktor zusammenspielen vom Bauer. Aber Fazit ist hier gerade jetzt kurz vor den Abstimmungen über Pestizide, dass Mobilfunk, insbesondere auch 5G, können beitragen können, dass wir wirklich in der Landwirtschaft einen Schritt machen hin zu einer nachhaltigeren Landwirtschaft, auch wenn es vielleicht nicht ganz auf null Pestizidherbizid geht. Auf der nächsten Folie haben wir noch ein Beispiel. Aus der Bauwirtschaft hat jetzt weniger direkt auf den ersten Blick mit Klimaschutz zu tun, aber in der Baubranche ermöglichen 3D-Modelle oder sogenannte Digital Twins, wie man auch sagt, von den Gebäuden sehr viel Schritte in Richtung Effizienz, in Richtung Planung, dass man das Gebäude schon vorher genau kann begehen und ausmessen kann. Da tun sich spannende Perspektiven auf, die Baubranche einen Schritt weiterbringen. Und zum Schluss noch ein Beispiel aus der Blaulichtorganisationen. Was hat jetzt 5G mit Blaulichtorganisationen zu tun? 5G hat eine Technologie, die sich nennt Network Slicing. Die ermöglicht eigentlich, dass man zum Beispiel bei Grossanlässen gewisse Kapazitäten kann reservieren für Blaulichtorganisationen, sodass es nicht passieren kann, dass wo im grössten Menschengetummel irgendwie eine Polizei oder eine Feuerwehr nicht erreichbar wäre. Also wo dort ein Beitrag jetzt mehr jetzt vielleicht zu einer sozialen Nachhaltigkeit. Ja, merci vielmals für die Aufmerksamkeit, für unsere kurzen Ausführungen. Wir hoffen, mit diesem konstruktiven Beitrag geleistet zu haben für eine sachliche und nicht so emotionale 5G-Diskussion. Ich gebe wieder zurück an Alex. Besten Dank. Ich glaube, wir diskutieren nachher am Schluss noch diskutieren und ich würde gerade übergeben an Frau Meissner für das nächste Kurzreferat. Grazie, Fritz. Ich bin hier zusammen, der mir wert in Corbialba in Beni
Mein Name ist Karine Meissen, ich bin Gemeindepräsidentin von Ilanz-Lyon. Das ist eine Gemeinde in der Surselva am Vorderrhein, mitten zwischen der Chur und Disentis, ist das Regionalzentrum. Unsere Gemeinde ist 2014 entstanden aus der Fusion von 13 Gemeinden rund um die Stadt Ilanz. Wir haben knapp 5000 Einwohner, eine Fläche, die halb so gross ist wie der Kanton Zug. Die Stadt Ilanz liegt auf 700 Meter über dem Meer. Fraktionen Rhein oder Ladmir auf knapp 1300 Meter. Das nur, um Ihnen eine kleine Vorstellung zu geben, wie der Raum von unserer Gemeinde aussieht. Ich möchte Ihnen ganz kurz mit ein paar Stichwortaspekten aufzeigen, so wie es einen Erfahrungsbericht geben aus der Gemeinde im Umgang mit der 5G-Thematik. Wir haben schon mehrere 5G-Antennen und wir haben auch noch hängige Baugesuche. Ich glaube, das Spannungsfeld oder das Vakuum, wie der Herr Ritschi vorher gesagt hat, das tut sich so zwischen drei Punkten auf. Suchen im Dreieck, so nehme ich das wahr aus Gemeindesicht. Es ist vorausgeführt worden, es gibt eine hochdynamische technologische Entwicklung, da sind wir mitten drin. Das ist eine Entwicklung, die global stattfindet dort und auf Gemeindesebene stellt sich da nicht die Frage, ob wir da mitmachen, täglich, sondern wie und wann kommt die Entwicklung. Gerade auch als Gemeinde in einer Randregion sind wir natürlich auf eine gute Erschliessung angewiesen, ist das auch ein Teil unserer Standortattraktivität. Auf der anderen Seite von dieser hochdynamischen Entwicklung haben wir den Faktor Mensch, das sind Zweifel um, Ängste, Fragen gegenüber dieser Entwicklung und in der Diskussion mit der Bevölkerung kommt mir das öfter mal auch vor, dass jetzt gerade die Thematik 5G vielleicht auch ein Trigger ist für Sorgen und Zweifel an dieser Entwicklung, die nicht nur mit dieser Technologie im Zusammenhang stehen, sondern vielleicht auch generell mit einer grösseren Entwicklung, die sehr anspruchsvoll ist für den einzelnen Mensch, für uns als Gesellschaft, wo eben sehr viele Chancen eröffnet wird, aber auf der anderen Seite immer hat alles auch eine Rückseite von einer Medaille, entsprechend auch Risiken. Und als drittes Standbein in dem Spannungsfeld in der Gemeinde und als wichtiger Player, aber die Gemeinde ist in dieser Fragestellung auch bis zum Ende der Nahrungskette Föderalismus. Da gibt es entscheidende Rahmenbedingungen, die auf Bundesebene festgelegt werden. Der Kanton hat da eine Rolle und am Schluss ist dann die Gemeinde, die noch ausführende Ebene ist, wo aber natürlich der Handlungsspielraum nicht sehr gross ist, aber dafür umso enger und stärker der Bezug zu der Bevölkerung. In dem Spannungsfeld von diesen drei Punkten, da wirken wir als Gemeinde und haben unsere Rolle. Die Rolle die besteht aus meiner Erfahrung aus ganz vielfältigen Aufgaben, Funktionen. Wir sind Plattform auch ein bisschen für die Diskussion. Wir tun die auch ein bisschen moderieren. Wir müssen durch den Prozess, Baubewilligungsprozess durchführen und dann die verschiedenen Meinungen und Positionen aufnehmen. Gemeinde ist in dieser Thematik Ihnen auch etwa mal Blitzableiter. Wir sind wirklich vorne an der Front. Wir sind aber letztlich Baubewilligungskompetenz, der letztliche Entscheid für die Erteilung einer Baubewilligung liegt bei der Gemeindebehörde. Gleichzeitig ist aber die
Fachkompetenz oder auch die wissenschaftliche Kompetenz zur Beurteilung nicht in der Gemeinde, da ist der Kanton wieder ein wichtiger Partner. Das ist ein anspruchsvolles Umfeld, wo wir da drin sind, und die Herausforderung ist in der, auch als Moderatorin in der, in dem Prozess oder in dieser Thematik ist auch immer wieder die einzelnen Themen, Fragen, Forderungen, Adressaten gerecht platzieren. Und das ist vorne an der Front vielleicht nicht immer ganz einfach. Es gibt viele Fragen, die nicht mehr auf der Gemeindeebene den Handlungsspielraum haben, sondern wo eben bereits auf Bundesebene beschlossen worden ist, und das zu vermitteln den Kreisen, wo da Zweifel haben, das ist nicht immer ganz einfach. Wenn ich zurückschaue auf die Diskussionen, was gegangen ist in den letzten zwei Jahren, seit der Bundesrat die Frequenzen vergeben hat, dann gibt es vielleicht schon aus Sicht der Gemeinde zwei Punkte, die schwierig sind. Die Lizenzen sind versteigert worden zu einem Zeitpunkt, wo zum Beispiel noch keine Klarheit bestanden hat über die Messmethoden oder kein einiges Verständnis über die Messmethoden für die adaptiven Antennen. Das ist auf Gemeindeebene an der Front vorne nicht einfach gewesen, das zu vermitteln, und dass man das erst im Nachgang dann angegangen ist und geklärt hat, das ist suboptimal gewesen für die ganze Thematik. Was sicher auch auf die Gemeindestufe anspruchsvoll ist, ich habe es ganz am Anfang erwähnt, das ist eine hochdynamische Entwicklung, wo sich immer wieder rasch etwas ändern tut am Umfeld, an den Optionen. Das merken wir auch im Austausch mit den Mobilfunkanbietern, die zum Teil ihre Ausbaustrategien oder ihre Projekte rasch wieder ändern. Auch sie sind in einer hochdynamischen Entwicklung unterworfen. Und wir sind dann da, müssen das wieder entgegennehmen, feststellen und der Bevölkerung wieder vermitteln. Was ist so in der nach diesen Erfahrungen mein persönlicher Fazit oder unser Fazit auch als Gemeinde, wie wir uns wollen, verhalten. Unsere Strategie ist auch den Teil aus der Bevölkerung, wo da die Technologie kritisierend, denen nicht Sand in die Augen streuen, was der Handlungsspielraum auf Gemeindeebene anbelangen tut. Wir tun da gewohnt rein, wir suchen das Gespräch, sind im Dialog, aber wir tun auch offen dabei einschenken und nicht vorgeben, dass wir da einen Handlungsspielraum haben, der de facto gar nicht existiert. In Graubünden gibt es da unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gibt Gemeinden, die Moratorien erlassen haben, es gibt andere Gemeinden, die Planungszonen erlassen haben. Das mag vielleicht im Moment eine Lösung sein, aber mittelfristig muss man im Dialog bleiben, den Austausch pflegen, informieren, können aufzeigen, was Möglichkeiten und was Chancen, aber natürlich auch was Risiken sind. Das ganz kurz ein paar Aspekte, die wir in der täglichen Arbeit in dieser Thematik 5G konfrontiert sind und wie wir da uns positioniert haben. Vielen Dank. Besten Dank, Frau Meissen. Ich habe noch gerade eine Frage, wie dürft ihr euch informieren? Weil wenn ihr exponiert seid, müsst ihr ja auch irgendwie wissen haben, wie so etwas geht. Jetzt im Zusammenhang mit dem Sonderheft bin ich ja Informationen gekommen, die ich vorher so nicht hatte. Und ich kann jetzt auf das eine oder andere kann ich vielleicht besser Auskunft geben, weil ich mich vertieft habe, damit beschäftigt. Aber natürlich auch die Kontakte, kann ich mich darüber informieren. Wie macht ihr das heute auf Stufe Gemeinde? Also wie kommen ihr an die Informationen,
dass ihr auch Auskunft geben könnt und irgendwie eine gewisse Kompetenz habt von eurer Seite. Also natürlich mit der Beschäftigung, mit der Thematik hat man sich auch entsprechend eingelesen und weitergebildet. Wir gehen da aber auch sehr stark mit dem Kanton zusammenarbeiten, mit der entsprechenden Fachstelle und dort dann auch die Informationen beziehen. Merci. Jetzt hätte ich wollen auftun. Hat es Fragen an die Referenten, Sachen, die vielleicht speziell erstaunt haben? Gibt es Sachen, wo du sagst, ihr selber schon Erfahrungen gemacht, wie man es jetzt vorher am meisten gehört hat? Oder von eurer Seite könnt ihr sagen, was für euch positiv oder wo ihr euch damit zu kämpfen habt, der Diskussion? Tut euch die jetzt stellen, wenn es gerade einen Punkt gibt, den ihr gerne möchtet, orientieren. Es gibt Fragen im Chat, Alex. Kannst du die gerade schnell bringen? Ja. Camille Meissen gefragt, wie in ILANs Koordination unter den einzelnen Anbietern Swiss Consult gelöst worden ist. Ob Einheits ab denen besteht oder ob Bedürfnisse einzeln angeschaut werden? Wir haben in einem Fall einmal einen runden Tisch angeregt unter den Anbietern. Das ist dann allerdings nicht stand gekommen, weil der eine Anbieter sich dann im Moment gerade wieder zurückgezogen hat. Sonst ist halt, ich hätte das eigentlich sehr gerne gehabt, wenn man die Koordination hätte können machen und dann allerdings eben müssen feststellen, dass dort Anbieter auch ihre Strategien immer wieder müssen, anpassen aufgrund von der Entwicklung. Und vielleicht noch ein anderer Aspekt ist, dass die Anbieter natürlich bereits bestehende Antennenstandorte haben und dort von den technischen Voraussetzungen zum Teil dann auch schon wieder Grenzen gesetzt sind. Ich habe gesehen, es ist auch eine Frage, gibt es auch Informationen und Auskünfte über Risiken? Also man hat jetzt gehört, Chancen und dass das eigentlich 5G weniger strahlend als 4G, haben wir auch Risiken? Gibt es da Informationen dazu? Oder kann man sagen, das ist neue Technologie, die Risiken sind in dem Sinn nicht grösser als 4G? Wer kann da etwas dazu sagen? Ich kann vielleicht Folgendes sagen, also dass beim Thema 5G, wie wir es heute anwenden in der Schweiz, dass wir dort im Bereich sind von den Frequenzen, wo wir schon bei bisherigen Mobilfunk oder auch bei WLAN sind. Insofern gilt auch die Forschung, die man gemacht hat in diesem Bereich auch für 5G. Also dort ist man zum Schluss gekommen, dass diese Technologien nicht gesundheitsschädlich sind, sofern sie eben die Limiten einhalten, oder, die gegeben sind, die ja in der Schweiz auch noch schärfer sind als im umliegenden Ausland. Ja, Susanne, ich weiß nicht, ob du da noch etwas ergänzen willst. Ja, also wichtig ist in dem Aspekt natürlich schon zu berücksichtigen, dass wir uns an die Grenzwerte halten müssen, die gelten. Oder? Und wir kennen ja das Schweizer Vorsorgeprinzip mit den Grenzwerten, die aktuell bei meisten Anlagen bei 5 Volt pro Meter sind. Und eben durch das, dass wir uns im gleichen Frequenzbereich befinden wie bis anhin. Und wenn die Grenzwerte eingehalten werden, geht man nicht davon aus, dass mit gesundheitlicher Beeinträchtigung zu rechnen ist. Besten Dank. Noe, hast du noch gerade andere Fragen gesehen? Es ist einiges reingekommen. Ja, es gibt einige Fragen, die auch in die technische Richtung gehen. Die erste Frage an Swisscom sicher ist, ob auch die Nutzer Kapazität kann beschränkt werden mit 5G, also dass da nicht jeder 4 Kilo Film runterlässt, den er dann gar nicht anschauen kann auf seinem Handy. Das ist eine erste technische Frage, Res oder Susan? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die nicht beantwortet. Ich nehme an, technisch ist wahrscheinlich so etwas möglich. Ich müsste das mit einem Techniker abklären, wie die Voraussetzungen sind, ob man das tut machen, kann machen. Muss ich abklären. Ich würde
Also ich würde dort, vielleicht kann ich gleich etwas sagen, soweit ich mir sicher bin. Also wir haben ja das Network Slicing kurz erklärt für Blaulichtorganisationen. Das heisst, so für systemrelevante Organisationen kann man eben Bandbreite reservieren, wo nachher auf sichergestellt ist, sodass eine Feuerwehr, eine Polizei immer funktioniert. Das Gleiche ist eigentlich für private Nutzer nicht geplant. Das heisst, wenn zu viele Nutzer auf dem Netz sind oder sich eben mit der Streaming, 4K-Qualität konkurrenzieren, wird irgendwann das Netz langsamer werden, weil es halt ein teils Medium ist. Das ist die Folge. Und es ist die Aufgabe von uns Anbietern, ist es möglichst dafür zu sorgen, dass Kunden ein ungebremstes Erlebnis haben auf dem Netz. Also ich glaube, es ist nichts geplant, dass man privat irgendwie massregelt und bestraft, wenn sie zu viel Film schauen. Das ist nicht unbedingt unsere Aufgabe. Einzig kann ich vielleicht noch kurz ergänzen im Bereich Nachhaltigkeit, wo ich darf arbeiten, tun wir relativ viel investieren ins Thema Medienkompetenz. Das heisst, wir gehen an die Schulen und probieren den Jugendlichen zu vermitteln, was ein sinnvoller Umgang mit dem Internet bedeutet. Aber das geht natürlich nicht so weit, dass wir irgendwie verbieten, unsere Streaming oder die Streaming-Möglichkeiten vom Internet, sie haben nicht unsere Angebote zu nutzen. Ich hoffe, das hat vielleicht noch ein bisschen Klarheit gegeben. Ich glaube, das Handy wird auch nicht das sein, das die grossen Datenmengen beziehen wird. Da wird man Filme drauf schauen, gewisse Sachen abladen. Es ist auch mehr die Industrie, die natürlich jetzt auch viel mehr einsetzen für gewisse Prozesse, die man so gesehen mit dem ganzen Smart Farming. Was mich noch interessieren würde, wenn ich jetzt eine 5G habe, nicht gemeint, brauche ich nachher das Glasfaserkabel nicht mehr. Also ersetzt eigentlich 5G gegen alles, dass ich eigentlich mehr oder weniger kein WLAN mehr brauche? Oder wie funktioniert das? Also, das ist sicher nicht so. Also, das sind ergänzende Technologien. Wir tun, Schweiz wird auch das Glasfasernetz weiter ausbauen und werden das nicht stoppen, weil wir jetzt 5G in Betrieb haben, sondern man muss wirklich sehen, für welche Anwendung brauche ich was. Und es gibt sicher Anwendungen im industriellen Bereich, wo eine 5G-Nutzung sehr sinnvoll ist, wenn es für die Industrialisierung wichtig ist, dass ich die Maschinen nicht muss über Kabel anschliessen muss, weil ich dann in der Produktion oder eben auch in der Gestaltung von der Maschinen wesentlich flexibler sind, wenn ich die nicht muss über das Festnetz anschliessen muss, die Glasfaser. Handkerum gibt es aber durchaus eben auch Anwendungen, wo der Festnetzanschluss zu Hause sehr, sehr sinnvoll ist oder eben auch für Firmen. Es ist ein Hand in Hand, dass beide Technologien genutzt werden können. Wir müssen natürlich auch ganz klar sehen, wie es der Vinci vorher erwähnt hat, Mobilfunk, das ist ein Geschäftsmedium. Oder? Selbst wenn man wesentlich mehr Kapazität zur Verfügung stellen mit 5G und schneller unterwegs sind, wenn das Datenvolumen, das Wachstum gleich weitergeht, dann können wir gar nicht hinterher. Jetzt muss man Mobilfunknetz entsprechend ausbauen, dass man die Kapazitäten zur Verfügung stellen könnte, wenn jetzt alles nur mit der Luftschnittstelle wird, wie abgewickelt wird. Es ist wirklich konvergent, der Ausbau, der muss gemacht werden. Herr Andreas Kring, Stadt St. Gallen. Ich möchte noch kurz zurück auf die Aussage von Herrn Alexander Solberger wegen den Handys, die nicht sehr viel Daten nutzen sollten. Also, Daten von den Betrieben zeigen ja auch, dass insbesondere Videoanwendungen wahnsinnig stark im Kurs sind und ich glaube, mehr als 3/4 der Daten verursachen und auch ist die Tendenz ist ungebrochen, die wird noch weiter so gehen. Also die Endgeräte darf man ganz sicher nicht vernachlässigen. Es ist ja auch so, dass die Endgeräte am meisten zur Dosis beitragen von den Leuten. Und ich glaube, genau dort müsste auch Initiativen für nachhaltigen Umgang mit Mobilfunk angehen. Also wenn man über Medienkompetenz redet, gehört das auch ein bisschen rein. Oder wo, was beschenken wir uns, wie belasten wir uns mit unseren eigenen Geräten. Und auch die Forschung oder die Aussagen über die Risiken, die fokussiert sich ja im Moment ganz fest auf Mobilfunkbasisstationen. Und da ist es in meinen Augen so ein bisschen gefährlich. Man müsste eigentlich das Zusammenspiel von allen Geräten und wirklich die ganze Belastung mitnehmen. Ich würde jetzt mit dem nicht Basisstationen freisprechen von allem. Aber es kommt darauf an, wie auch Frau Meissen gesagt hat, nicht ob, sondern wie, dass man die neuen Technologien nutzt. Und da gibt es
auch ganz viele Ideen, wie man da eben strahlungsminimiert kann machen oder könnte machen. Auch in der Industrie zum Beispiel, Frau Buntehus hat es angesprochen, Teilsanwendungen ist ganz klar, dass es drahtlos besser ist. Es kommt einfach darauf an, über welche Distanzen. Kurze Distanzen sind immer besser, weil es halt einfach weniger Fläche befeldet. Und dort kommt es auch ganz fest darauf an, über die Datensicherheit. Also macht man es vielleicht besser mit Licht, anstatt mit Frequenzen im Funkbereich und so. Also ich glaube, da müssen wir wirklich, wenn wir weitergehen, ganz viele Sachen mitnehmen. 5G ist eine glatte Sache, eine gute Sache für viele Anwendungen. Ich sehe ganz, ganz viele Chancen dort drin. Aber man kann nicht alles erschlagen mit dem Ding. Danke. Besten Dank, Herr Krüm. Absolut richtig. Da gebe ich recht von diesem Input. Ihr habt auch etwas schon ein bisschen angeschnitten, wo noch eine Frage ist, die im Chat reingekommen ist. Wenn ich unter einer Antenne stange, ist es richtig, dass ich weniger Strahlung habe, also wenn ich irgendwie weit weg von einer Antenne bin? Wer kann dir etwas dazu sagen? Ja, das ist in dem Sinn korrekt, dass wir ja vom Antennenstandort aus weg senden können. Also wir wollen ja eine gewisse Fläche können abdecken mit diesen Mobilfunkanlagen und darum tun wir wegsenden. Also wenn Sie ganz knapp drunter stehen, haben Sie wahrscheinlich auch einen schlechteren Empfang, wie wenn Sie in der Senderichtung tun Sie von dieser Anlage. Das können Sie sich ein bisschen vorstellen wie mit einer Taschenlampe. Wenn Sie mit einer Taschenlampe die Käse zünden, wo Sie hinlaufen wollen, dann ist das Licht heller, wo dort, wo Sie effektiv stehen und wo Sie Taschenlampe haben. Es ist dann zusammen noch eine Frage gekommen, und wenn es eine größere Anzahl Antennen ist, ob dann Effekt Strahlungsbelastung auch geringer sind. Ja, je mehr Antennen das Sie haben, je höher sind die in der Regel beim Endkunden. Und so müssen beide Seiten weniger Sendeleistung brauchen. Also je besser das Empfang ist von Ihrem Endgerät, je weniger Signalstärke, dass Ihr das eigene Gerät muss, je weniger wird auch die Antenne senden. Und so ist die Belastung in dem Sinn geringer, weil eben von beiden Seiten weniger Sendeleistung gebraucht werden tut. Wenn Sie eine Antenne haben, die sehr, sehr weit weg ist und Sie gerade nur noch ein kleines Zeichen auf dem Handy haben, dass überhaupt noch Signal haben, wo natürlich eben auch Ihr Endgerät die entsprechende Sendeleistung nutzen, damit der Empfang überhaupt schwankt und damit die Kommunikation kann gewährleistet werden. Das ist so ein bisschen ein Wechselspiel mit den Nutzungen und vor allem eben auch der Signalqualität. Merci. Der Krüng hat auch die Mediennutzung angesprochen. Und was ich persönlich jetzt erlebt habe, früher habe ich, wenn ich ins Ausland gegangen bin, habe ich von 30 Megabyte habe ich inklusive gehabt. Und nachher musste ich extra Roaming zahlen und habe Kosten generiert. Also habe ich natürlich nicht unbedingt gestreamt. Heute, wenn ich mit meinem Abi nach Spanien gegangen bin, habe ich pro Monat 40 Gigabyte, die ich streamen kann. Da ist natürlich klar, dass ich von Anfang an Fernsehen und Wi-Fi nachher über ein Handy. Gibt es dort Tendenzen, dass man sagt, dass man das auch über einen Preis vielleicht fort steuern, die Mediennutzung? Oder wird das weiter so, dass es eigentlich immer günstiger wird? Ich habe immer mehr Nutzen für immer günstigen Betrag. Ich weiß nicht, ob Theresa etwas dazu sagen kann. Ja, ich glaube, also wir sind ja ein Dienstleister. Also wir haben die Aufgabe, eigentlich die Kundenbedürfnisse zu befriedigen und wenn man schaut, der Druck geht ganz klar in Richtung, dass mehr Datenmengen für weniger man bekommt. Oder? Das Thema Roaming wird ja auch öfters kritisiert, die Kosten. Also ich glaube, man kann davon ausgehen, dass es immer mehr für weniger wird geben. Oder? Das ist ja eigentlich immer die Tendenz in unserer Branche, dass wir mehr haben müssen liefern für auch zu einem geringeren Preis. Und man es natürlich auch mit zusätzlichen Angeboten oder zum Teil wieder ein bisschen auffahrt oder probiert aufzufahren. Ja. Gibt es weitere Fragen? Ab von Meissen, Reswitschi, wer aus? Es gibt noch verschiedene Fragen im Chat. Ich versuche, die abzudecken, die noch nicht beantwortet worden sind. Es ist noch die Haftungsfrage, also die gesundheitlichen Schäden werden da wieder in den Raum gestellt. Reis, könntest du vielleicht etwas zu dem Thema sagen? Also ich kann das so sehr gerne machen. Es ist natürlich so, dass wir uns an die gesetzlichen Rahmenbedingungen halten, die in der Schweiz gelten. Und dann ist auch die Haftungsfrage in dem Sinn ausgeschlossen,
weil wir unser Netz gemäß der gesetzlich geltenden Vorschriften betreiben. Also einfach als Ergänzung darum, wie wir uns an die Grenzen halten, und wie ich vorher ausgeführt haben, nicht davon auszugehen ist, dass es Schädigungen dort verursachen, ist dementsprechend eine Enthaftungsfolge fällig. Warum kann eine Antenne nicht von verschiedenen Anbietern genutzt werden? Da gibt es mehrere Aspekte, wieso dass das nicht kann gemacht werden kann, oder wie man sich wahrscheinlich vorstellen wie es könnte genutzt werden. Zum einen sind sicher Grenzwerte, die in der Schweiz eingehalten werden, ein Thema. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass man abgestimmt hat über die Liberalisierung des Telekommunikationsmarkts und man den Wettbewerb gewünscht hat. Das ist ganz klar eine Auflage, dass jeder Konzessionär, also jeder Mobilfunkbetreiber, muss sein eigenes Netz betreiben. Er darf da also nicht das Antennensharing machen. In dem Sinn. Aber man kann natürlich zum Teil Standort gemeinsam nutzen. Das ist ja so, das sehen Sie etwa auch entlang der Autobahnen. Wenn Sie ganz grosse Masten sehen, da haben Sie verschiedene Antennenebenen drauf. Da sind dann die Antennen, also die Antennenkörper selber von den einzelnen Betrieben. Da kann man das durchaus nutzen, weil man in der Regel eine grosse Distanz hat zu den nächsten Normen und man Grenzwerte einhalten kann. In einer Gemeinde ist das natürlich relativ schwierig, dass wenn Sie einen Anbieter haben und das Gebiet wird versorgen, braucht er in der Regel die entsprechende Sendeleistung, dass Grenzwert von einem Anbieter bereits ausgeschöpft werden. Wenn man das würde teilen, dass zwei Betriebe die gleiche Anlage nutzen, wird die Sendeleistung, also der Grenzwert bleibt sich gleich, muss sich die Sendeleistung teilen. Und in der Regel ist das in einem Wohngebiet oder eben in einer Gemeinde schwierig, aufgrund von der Einarmung, weil sie dann wirklich zweimal die anderthalb bis zwei Meter großen Antennen übereinander haben müssen. Und es führt nicht unbedingt zu einer Reduktion von der Antennen, wenn beide Betriebe weniger Sendeleistung haben, brauchen dann beide oder alle drei Betriebe halt noch zusätzliche Standards, um die entsprechende Kapazität können zur Verfügung zu stellen, wo man aufgrund von der Grenzwerte eben nicht kann, ausschöpfen, wie man eine Anlage teilen. Aber es wird natürlich häufig schauen, kann man das machen, insbesondere eben bestehende Anlagen, die außerhalb der Bauzone sind, wo im ländlichen Gebiet sind, dass die mit von mehreren Betrieben genutzt werden tun. Besten Dank. Wir sind auch Gemeinden sonst schon Erfahrungen gemacht haben, wie das Pro Meisselbau aufgezeigt hat. Ich würde auch gerne das Handy heben, also ich habe es schon gemacht, digital. Ja. Als Antwort auf die Ausführungen von der Frau Buntefuss, vielleicht muss man den Herrn Witschi ins Wort fallen wieder, denn das kann schon sein. Aus meiner Meinung nach ist es technisch nicht ganz korrekt, dass warum kann eine Anlage nicht von mehreren Anbietern genutzt werden. Technisch ist das sehr wohl möglich. Die Antenne, wenn man den Antennenkörper anschaut, das Ding, wo man draussen sieht, die Gerätschaften, die hinten sind, also die ganzen Verstärker und so weiter und das Netz, das ist richtig, dass der Gesetzgeber hat wollen, dass man einen Infrastrukturwettbewerb hat. Aber die Standorte bis und mit der passiven Antenne bei den Adaptiven und Aktiven bin ich mir nicht ganz sicher. Da aber ist es sehr wohl möglich, dass man das zusammen nutzt. Wir haben hier auch Beispiele, ganz kleine Antennen, so an den Tunnelportalen und so weiter. Ganz unscheinbar, die werden von allen drei Anbietern genutzt. Auch andere Standorte in der Stadt St. Gallen sind mir bekannt, wo das technisch funktioniert. Es ist richtig, wie Frau Buntefuss gesagt hat, dass sich die den Grenzwert teilen müssen. Also wie auch sonst Anlagen, wo halt im Perimeter sind, wo in einem räumlichen Zusammenhang sind, die müssen den Grenzwert teilen. Und das ist auch richtig. Es führt dann zu einer Vergrößerung von der Anzahl Antennen. Und das ist erwünscht aus unserer Sicht. Heben Sie sich fest, das ist erwünscht. Es braucht mehr Antennen, aber es braucht nicht einfach dreimal mehr Antennen, sondern es braucht zehnmal mehr Antennen mit sehr kleinen Leistung. Auch Frau Buntefuss hat gesagt, ich möchte da wirklich beipflichten. Das ist absolut richtig. Je näher die Antennen zu den Endgeräten sind, desto weniger Hindernis, also sei das Distanz oder sei das Mauern, die zwischen Türen stehen, müssen überwunden werden. Und mit dem kommt einfach die Strahlungsleistung, vor allem von den Endgeräten, oben runter. Und wir
erfahren weniger Strahlung. Also ein gefährdes Netzwerk, wo alle Antennen von allen Anbietern gebraucht werden, muss dichter werden. Und das ist bereits ein kleiner Schritt zu einem strahlungsärmeren Mobilfunk. Also ich möchte wirklich auch Gemeinden bitten, probieren Sie Druck aufzusetzen, um den Anbieterinnen zum den gleichen Standort zu bringen. Danke. Besten Dank. Ich glaube, was wir auch probiert haben, mit den Informationen, mit dem Sonderheft aufzuzeigen, dass man probiert, in Anwendungen nachzudenken und hoffen und abzuschätzen, was braucht es denn, weil wenn ich keine Anwendungen habe, brauche ich, haben sie noch keine Antennen. Und es müssen Anwendungen sein, die irgendwie sinnvoll sind, die irgendeinen Nutzen haben, die irgendwie einen Beitrag leisten, weil man sieht auch sehr viel Technik, wo man sich dann muss fragen, ja, und was bringt es mir jetzt genau als Bürger? Also das ist das, was wir eigentlich auch im Zusammenhang mit Gemeinden in verschiedenen Piloten diskutieren und schauen sie, was heisst es das zum Beispiel für einen Werkhof, was hat es für Vorteile. Und dann kann man auch schauen, welches sind die richtigen Antennen. Es kann sein, dass ich über ein LoRa-Netz irgendetwas kann sehr einfach machen kann, das nicht groß strahlt, wo vielleicht jemand, wenn es halt das technische Verständnis nicht da ist, irgendwie über ein 5G-Netz geht. Ich glaube, der Sinn von Einsatz wird gesteuert werden von sinnvollen Anwendungen. Und von dort her ist es eigentlich eben uns auch wichtig, dass die aus der Gemeinde, die schon so Erfahrungen machen, dass wir die haben, dass wir die eben auch in solchen Seminaren können vorführen können, dass wir die Diskussion auch können antreiben können, weil es wird ja nicht verschwinden, sondern wir können probieren, einfach mit dem möglichst gut umzugehen, dass es eigentlich für alle sinnvolle Schnittmenge hat am Schluss. Also, ich weiß nicht, noch eine letzte Frage und dann sind wir dann langsam schon am Schluss. Hat jemand noch gerade eine dringende Frage, die man gerne stellen möchte? Oder hast du noch eine im Chat, die nicht beantwortet ist? Es gibt noch mal eine Frage zur Strahlungsthematik. Menschen mit einer Hypersensibilität, sind bekannt, dass das oder anerkannter Fakt, dass das gäbe und wie es um Möglichkeit steche, dass sozusagen strahlenfreie Gebiete für diese Bevölkerungsgruppe gäbe. Ist da vielleicht von Swisscom aus eine Antwort möglich? Weiss nicht, Susanne, ja, ich kann mal probieren, oder? Es ist, ich glaube, also ich verstehe das Bedürfnis. Ich glaube, es widerspricht dem Auftrag, den wir haben, flächendeckende Versorgung zu bieten. Insofern ist es nicht ein Ziel oder etwas, wo wir, ja, in unserem Versorgungsauftrag drin haben, dass wir bestimmte Flächen vom Mobilfunk ausnehmen. Das ist nicht ein Auftrag, den wir haben. Rein technisch wäre es natürlich möglich, wir wissen alle, dass auf einer Alp, inzwischen auf der Ängstlichen Alp im Berner Oberland, eher eine bescheidene Abdeckung gibt. Also es gibt Gebiete, wo die Abdeckung gering ist, oder? Aber es ist nicht geplant oder nicht gezielt gemacht. So. Besten Dank, Chris. Vom Eisen, habt ihr noch irgendetwas aus der Diskussion oder sagt, das ist noch aufgekommen, ihr noch etwas dazu sagen? Ja, ich glaube einfach, aus Gemeindesicht ist das, was vorbricht von dir und von Herrn Hünger erwähnt worden ist, wichtig, dass wir das Bedürfnis gerecht weiterentwickelt tut. Wir sind als Gemeinde in einer Randregion halt auf der anderen Seite oftmals mit einer anderen Schwierigkeit konfrontiert, indem aus wirtschaftlicher Sicht uns oftmals die kritische Masse fehlt, dass sich da ein Geschäftsmodell lohnen tut. Und darum hat ja der Gesetzgeber auch eine minimale Abdeckung gefordert und aus den Berggebieten, aus den Randregionen müssen wir da immer ein bisschen Gas geben, dass wir die auch können einfordern. Und im Moment ist wahrscheinlich oftmals noch ein bisschen der Fokus auf die Fragestellung gerichtet, dass wir überhaupt eine Basiserschliessung haben, wo funktionieren tut und einfach mit den heutigen Anforderungen auch an Arbeitsplätze, gerade auch mit der Corona-Pandemie, mit dem Homeoffice, wo Leute dort oben arbeiten, die sonst in der Stadt Zürich ihren Arbeitsplatz hatten, dass wir das abdecken können. Das ist wahrscheinlich jetzt bei uns wie
auf der Agenda im Moment ein bisschen höher oben als die sehr richtige Frage, wie können wir heute die verschiedenen Technologien für welche Anwendung so intelligent einsetzen, dass eben am Schluss Belastungen und Emissionen minimiert werden können. Besten Dank, ich glaube, das war ein wunderbares Schlusswort. Denkst du auch ernst nehmen, die diskutieren und Lösungen suchen, die mehr oder weniger für die meisten nachher passt? Ich möchte mich herzlich bedanken bei allen, die mitgewirkt haben, für die Diskussion, für die Präsentation. Es war sehr spannend. Wir werden am 25. Mai das nächste Treffen, wieder am Morgen um 8 Uhr. Und dort wird es um das Thema digitale Schulen gehen. Und bis dann habe ich auch wieder eine Zahl. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Adi miteinander.